Also, wie hört sich das jetzt an? Du armer Kerl, du armer Kerl, du armer Kerl, du armer Kerl. Es ist völlig bedeutungslos, was ich denke und glaube. Es ist völlig bedeutungslos, was ich denke und glaube. Was kümmern mich Gedanken? Es ist völlig bedeutungslos, was ich denke und glaube. Es ist völlig bedeutungslos. Es ist völlig bedeutungslos, was ich denke und glaube. Was ich denke und glaube. Was ich denke und glaube, ist völlig bedeutungslos. Was kümmern mich Gedanken? Was kümmern mich Gedanken? Was kümmern mich Gedanken? Selbstverliebtheit kann nur da sein, wo ein Selbst ist, das sich selbst als möglicherweise etwas anderes wahrnehmen kann und dann, weil es so magisch ist, aus dieser Einsamkeit heraus etwas anderes zu erleben, kann eine Verliebtheit spontan einsetzen. Doch es können auch Ängste auftauchen, dass dieses andere eine Gefahr sein könnte für das, was als mein Selbst durch ein energetisches, sich in sich gebunden und personalifiziert haben. Ausgelöst werden könnte. Also einfach das Gefühl, sich begrenzt zu fühlen. Ich und etwas anderes, doch ganz nebenbei bemerkt, das Gefühl der Getrenntheit, Begrenztheit und in sich abgeblockt zu sein, ist nicht permanent. Zum Beispiel bei vielen Situationen ist es nicht vorhanden. Beim Schauen von einem spannenden Film vielleicht, bei einem intensiven Kuss, einer Massage oder auch Geschlechtsverkehr, Drogenerfahrungen, Trinken, Laufen. Bungee Jumping, meditieren, was auch immer. Ja. Und wenn jetzt die Gedanken auftauchen, dass ich nicht so schlau bin, um das alles zu verstehen, oder vielleicht sogar krank bin oder ziemlich doof oder behindert oder sonst in irgendeiner Weise komisch daher strahle. Ist das nur ein Spiel von Licht, Farbe und Form, Empfindungen? Und da gibt es
absolut nichts, was sich von dem anderen lösen könnte. Aber gleichzeitig scheint da dieser Zerfall zu sein von Ideologien, Körpern, Universen. Alles Sichtbare verändert sich permanent. Ja, es ist ja alles okay, weil vor dem permanenten Zerfall und dem sich verändern ist ja das, was nie geboren wurde, völlig still und in sich ruhend und doch gleichzeitig, nein, du sprichst nicht die Wahrheit. Gleichzeitig in einen energetischen Traum erwachen, aus dem es keinen Ausweg gibt, außer die Energie zu sein, die gerade vorhanden ist und sich selbst beeindrucken will. Oder halalalalala. Bis jetzt.